So, meine Lieben, da bin ich wieder, eure Rubia. Ich zeige euch jetzt ein bisschen was von der wunderschönen Beleuchtung hier bei uns in der Urbanisation. Die Weihnachtsbeleuchtung. So, ja, überall ein bisschen. Es kann sein, dass ich ein paar Schnitte machen muss in dem Video, weil sonst seht ihr nicht so viel. Aber so könnt ihr auch ein bisschen von allem was sehen. So. So, meine lieben Freunde der spanischen Sonne, die ist hier gerade heruntergegangen. Ich begrüße euch zu meinem kurzen Vlog heute. Das ist jetzt der 13. Und, oder der 12., weiß ich nicht mehr genau. Und ich wollte euch noch mal ein bisschen mitnehmen. Um diese Uhrzeit. Es ist jetzt Abend, wie man sieht. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Nur so ein schneller, kurzer Durchgang hier. Und ich zeige euch heute, was ihr sonst immer am Tage zu sehen bekommt. Etwas von unserem spanischen Abend. Es ist lauwarm. Eigentlich bin ich wieder viel zu warm angezogen. Und ja, es ist so fast 20 Grad, denke ich mal, aber ich habe mich zu warm angezogen, weil heute Nacht sehr kalt war. Und ich dachte, dass jetzt schon wieder kalt ist. Aber es geht. Naja, für einen kurzen Marsch wird das okay sein. Und ja, schön ist das heute. Heute Abend schön mild. So eine richtige Südenluft, wie ich das immer sage. Die Sonne ist vor kurzem runtergegangen. Mit ihrer glühenden Kugel. So. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich hoffe, ihr genießt die Vorweihnachtszeit noch und bald haben wir Weihnachten. So, hier ist ein bisschen auch die Häuser dekoriert. Das sieht immer sehr schön aus, wenn alles beleuchtet ist mit den Palmen und mit der wunderschönen, warmen. Ich war wieder in Gedanken schon wieder ein Stück weiter. Vergiss es einfach, was ich gerade gesagt habe. Das ist eine meiner typischen Versprecher. Naja, das macht ja nichts. Ihr kennt das schon. Wenn ich in Gedanken bin, dann ist es so. So, das wird eine sehr kurze Runde, weil ich noch ein bisschen zu tun habe, aber ihr seht, das sieht toll aus. Ja, und weiter. Nichts Besonderes heute. Es war ja ein recht ruhiger Tag.
hat, noch etwas zu schreiben. Und er ist jetzt gar nicht mal kurz raus. Und da habe ich euch spontan mitgenommen. Ich weiß nicht, ob der Ton besonders gut ist heute. Hier ist es oft windig und dann kommt das nicht so gut bei euch an. Aber ich denke, die Bilder sprechen für sich. So. Hier sind wir auch schon ein paar Mal gewesen. Ihr kennt das. Aber nicht im Dunkeln schießen. Weihnachtsmann. Leider nicht beleuchtet. Ja, ich werde dort nicht hingehen. Nicht ganz durch, wie immer. Weil ich letztens ein komisches Erlebnis hatte. Ja, da hat ein Auto angehalten. Hat mich so ein bisschen verfolgt und ja, dann fragte ein Mann, ob ich mitgenommen werden möchte. Was ich natürlich beneint habe. Aber seitdem fühle ich mich hier nicht mehr so sicher. Und darum gehe ich jetzt wieder zurück hier. Und den Rest dieser Geschichte erzähle ich euch vielleicht separat in einem eigenen Video. So. Aber trotzdem ist der Abend richtig schön. Und ich hoffe, ihr genießt es ein bisschen. Was anderes zu sehen abends. Ja, so viel kann ich nicht erzählen, weil ich immer noch durch meine Erkältung Halsschmerzen habe. Ich muss ein bisschen auf meine Stimme achten. Aber das holen wir nach, versprochen. Und wir gehen noch ein Stück. Dann könnt ihr mal sehen, wie ländlich und zugleich angenehm kleinbürgerlich, sage ich mal, ist das hier in unserer Urbanisation. So, ich kann leider nicht lauter sprechen wegen meiner Stimmbänder. Das tut richtig weh. Ich hoffe, dass ihr das trotzdem irgendwo hören könnt. Und ja, und wenn nicht, dann werde ich versuchen, das etwas zu verstärken, den Ton, so dass ihr trotzdem was hören könnt. Ja, die Geschichte mit dem Auto, das hat mich die
den ganzen Abend dann und die ganze Nacht beschäftigt. Ich konnte nicht richtig schlafen. Zum Glück ist nichts passiert, aber es kam mir schon sehr seltsam vor und gefährlich in diesem Moment, auch wenn das hier nie so ist. Hier ist es immer ruhig und sicher. Ja, davon habe ich sogar in den letzten Videos erzählt. Ihr wisst, dass der sie gesehen hat, der ist im Bilde. Aber ja, in diesem Moment war es wirklich nicht schön. Jetzt bei jedem Auto zucke ich ein bisschen zusammen und ja, mal gucken. Ich werde auch nicht viel weitergehen, nur noch ein bisschen, damit ihr auch das noch seht. Und vielleicht muss ich kurz meinen Cut machen und so ein bisschen zusammenschneiden. Ich hoffe, das stört nicht. Aber ja, ich wollte euch das nochmal zeigen, wie schön das hier ist. Und demnächst werde ich auch noch in unserer nächsten kleinen Stadt drehen, so dass ihr auch da die schönen Dekorationen und das Gefühl bekommt, wie es auch dort ist. Wirklich super mediterran, weihnachtlich zugleich. So, hier muss ich mal kurz Schluss machen. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Wir machen hier einfach gewohnt weiter. Und ja, war nur eine kurze Unterbrechung. Es ist schön jetzt, die Luft wirklich mild, die Katzen schreien hier. Und es schläft noch nichts, ganz im Gegenteil. Hier fängt hier gerade erst das Leben an. Viele bereiten gerade hier Abendessen zu. Manche gucken Nachrichten, wie bei euch zu Hause. Nur, dass hier für gewohnt viel, viel später gegessen wird. Und dann geht man noch aus. Oder man geht zum Essen aus. Ja. So sieht das aus. Es kann schon manchmal richtig lebhaft werden. An dieser Stelle werde ich mal Schluss machen für heute. Es war nur ein kurzer Spaziergang. Mir war dabei. Und jetzt werde ich mich von euch verabschieden. Tschüss sagen. Vergiss nicht, das Video den Daumen hoch zu geben. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und schaut euch noch die anderen Videos an. Abonniert meinen Kanal, das ist kostenlos.
schaltet die Glocke an, dann verpasst ihr kein nächstes Video. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Mach's gut, meine Freunde. Viele Grüße aus Spanien. Und passt immer gut auf euch auf. Mehr demnächst. Tschüss, tschüss, eure Rubia.